Vor kurzem ist in der EU der sogenannte Digital Service Act beschlossen worden. Damit sollen unter anderem Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen, Dienste und Produkte geschaffen werden. Und dieses Gesetz hat auch Auswirkungen auf den weltweit beliebtesten Messenger-Dienst WhatsApp. Was das für Sie und mich und alle anderen Nutzerinnen und Nutzer bedeutet, berichtet Larissa Rausch. WhatsApp bestimmt den Alltag zahlreicher User. Täglich werden mit dieser App bis zu 60 Milliarden Nachrichten versendet. Jetzt kündigte der beliebte Messenger-Dienst eine Änderung der AGB an. Wir aktualisieren unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien als Reaktion auf zwei neue EU-Verordnungen, das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte. Das schreibt WhatsApp auf seiner dazugehörigen Supportseite. Aber bedeutet das zahlreiche Änderungen für die User? Und wenn ja, welche? Wir fragen nach. Thomas Lohninger von Epicenter Works ist Experte und weiß, welche Veränderungen durch die neuen AGB eintreten könnten. Eine der Änderungen betrifft die Interoperabilität von Messenger-Diensten, die die EU jetzt eben auch beschlossen hat. Und das bedeutet, dass man zwischen WhatsApp und kleineren Nachrichtendiensten in Zukunft auch Nachrichten austauschen kann. Sprich, ich kann zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe meiner Schule schreiben, ohne dass ich selber bei WhatsApp bin. Das ist aber jetzt nun mal eine theoretische Möglichkeit, die rechtlich geschaffen wurde. Ob das dann in der Praxis auch bei den Leuten ankommt, wird man sehen. Messenger wie Signal oder Threema haben hier schon abgewunken. Die einzigen, die bisher Interesse angemeldet haben, wären Matrix. Außerdem wird das Mindesteintrittsalter von 16 auf 13 Jahre herabgesenkt. Wie kommt das an? Wenn Kinder sofort mit, ich weiß nicht, 5 Jahren aufwachsen mit WhatsApp oder mit 8 Jahren, ist halt viel zu früh, aber mit 13 ist okay, ja. Naja, wenn man weiß, wie man damit umgeht, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich finde, man sollte schon reif genug sein dafür. Ich denke, die Kinder sind schon so toll, dass die besser alles wissen wie wir, wo wir lernen von denen. Ich glaube, dass 13-Jährige durchaus mit WhatsApp umgehen können. Mit Elternaufsicht würde ich das schon erlauben, aber ohne Elternaufsicht würde ich schon ein bisschen kritischer denken. Also ich habe da nicht richtig etwas dagegen. Ich finde, schon 13-Jährige können mit WhatsApp umgehen und ich traue das denen zu. Grundsätzlich beruhigt der Experte aber, die Aktualisierungen vom 11. April haben noch keine besonders großen Auswirkungen für die User. Großteils sind diese Änderungen unbedenklich, weil es einfach nur eine Anpassung der Nutzungsbedingungen ist an den geänderten europäischen Rechtsrahmen. Man hat jetzt hier nicht mehr Rechte, aber man hat auch nicht eine Verbesserung des Datenschutzes zum Beispiel, sondern in Wirklichkeit hat WhatsApp hier nur angepasst an das, was sowieso schon geltendes Recht ist. Der Zeitpunkt sei dennoch günstig, um über einen Wechsel zu einem anderen Messenger nachzudenken. Vielleicht ist es auch gerade ein guter Anlass, von WhatsApp wegzuwechseln, denn es gibt gute Alternativen. WhatsApp ist kein datenschutzfreundlicher Messenger und es gibt genauso gute Messenger, die auch große Verbreitung haben, wie zum Beispiel Signal, die auch meine Metadaten verschlüsseln, sprich nicht nur den Inhalt der Kommunikation, sondern auch mit wem ich denn wann kommuniziert habe. Bei jedem Anbieter gilt aber, intime Fotos, Bankverbindungen oder die eigene Adresse besser nicht verschicken.